Hallo und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir sollen eine kleine Rede halten. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Öffentliche Meinung. Starte einen Angriff auf Lager, um die Androiden zu befreien. Revolution. Marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Yay. Oh. Na, toll. Dann hätte ich den Vater ja auch beenden können. Markus hat... warum hakt das denn hier so? Markus hat entschieden, für seine Leute zu protestieren. Ja, das ist schön. Gut, dann machen wir mal weiter. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Mhm. Madam President! So, Abweichler, intelligentes Leben. Madam President! Leben. Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Offensichtlich ist es ja nicht so lächerlich. Bitte! Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Mit Waffen? Madam President! Ja, obwohl, Amerika, ne? Sagen wir mal nicht zu. Bitte! Hier drüben, bitte! Armee-Rückrufzentralen. Madam President! Die Nummer, bitte. Hacking-Anführer der Abweichler, beruhigende... Haltet doch mal die Backen, bitte. Ich muss mal eben gucken. Hier drüben, bitte! Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf freiem Fuß ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen, aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Bitte! 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 Wer am lautesten schreit? Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Markus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! So viel dazu, dass hier nichts verstanden wurde. Madam President! Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Was sagen Sie dazu? Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine lebenden Wesen. Alles, was wir tun, ist defekte Maschinen zu zerstören. Danke. Das wäre alles. Ja,
Persona-Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Okay. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Ja, ja, er hat seine Befehle. Wie ärgerlich. Na gut. Dann nehmen wir ihn halt mit. Mega coole Kulisse hier. Das ganze Spiel sieht super aus. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Erreiche das Lager auf Etage 49. Sollte das heißen. Ach, jetzt geht das wieder los. Ich quäl mich hier immer so mit. So viel dazu. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Erreiche den Busbahnhof. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Dann tun wir das. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Ja, das ist eine Entscheidung. Deaktivieren, eingeschaltet lassen. Ich könnte sie deaktivieren, damit sie nicht mehr friert. Einschalten, eingeschaltet lassen, naja. Wer ein Mensch sein will. Ja, ich weiß es nicht. Es ist manchmal echt schwierig zu sagen, was hier richtig ist und was nicht.
Zumal, ich habe das eben falsch ausgedrückt. Sie wollen ja keine Menschen sein, sie wollen ja frei sein, sie wollen akzeptiert werden. Dennoch lasse ich das jetzt so. Ich glaube, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich glaube, bei meinem anderen Durchgang habe ich sie deaktiviert. Na komm. Lass uns gehen. Tun. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab ja nichts getan! Das habe ich gesagt! Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Wie die schon reden, ne? Verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Mhm. Nicht verklicken, liebe Mira. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da. Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Ach man, Alice, warum machst du mir denn ständig ein schlechtes Gewissen? Okay, gehen wir. Na. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden. Finde eine Waffe. Ja, nehmen wir doch die. Na, ich hoffe, das geht gut. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Wo ist die Kleine? Es geht ihr gut, sie hat sich versteckt. Los, bevor sie dich sehen! Weiter geht's nicht. Wir müssen abwarten. Oh, gruselig, ne? Solche, also in so eine Situation möchte ich niemals kommen. Völlig egal, ob es jetzt hier um Androiden oder Menschen geht. So unrealistisch ist das hier alles nicht. Oder dass es dann halt nicht um Maschinen geht. Denn solche Dinge tun wir ja auch mit uns selbst, nicht? Mit unserer eigenen Spezies. Warum auch immer. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie.
Gibt es einen anderen Weg? Mhm. Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Ja, ich höre jetzt einfach mal nicht auf die liebe Alice. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich kann es nicht sagen. Das weiß man hier nie so genau. Was auch passiert, keine Panik, okay? Bleib ganz ruhig. Ausweis bitte. Voll gelangweilt. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Unser Auto ist kaputt gegangen. Wir gehen den Rest zu Fuß, wir wohnen hier. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist krank. Die Grippe. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Geh auf das Lager zu. Bin ich ja mal gespannt. Das werden die natürlich nicht einfach so zulassen. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Er gibt euch sofort, oder wir eröffnen den Feuer. Bereit, Hans? Ich weiß es nicht. Ich... Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist unglaublich. Entschieden, ruhig, entschuldigen. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Vorgehen? Oh mein Gott, Leute, ey. Feuer! Ernst. Und sie hören einfach nicht zu. Ich kann aber nichts weiter machen. Feuer! Scheiße.
kann nichts machen, Leute. Entweder laufe ich drauf zu oder wir stehen hier einfach bis ich keine Lust mehr habe. Oder die PS4 zumindest. Ach Mann. Knien. Hinsetzen, Hände heben, Faust heben. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Jetzt hört doch zu. Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Krass. Aufgepasst. Oh. Mist. Aha. Hi. Androiden um. Jo, da haben wir einiges vor uns. Zurück, Connor! Und ich verschone ihn! Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. So, jetzt... Ja... Jetzt wartest du mal eben mit deiner Durchsage und wir gucken mal eben, was wir hier machen können. Offensichtlich gerade nichts. Stoppt. Finde einen Weg zu gehen. Zwei Verschlüsselungen. Momentan finde ich gar nichts. Sorry, ist bestimmt jetzt gerade mega nervig. Mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nichts. Ja. Nicht mit. Mein Mädchen, du... Nein. Du hast meine Tochter entführt. Nein. Security, hier drüben. Fuck. Appellieren, kontrollieren. Tun Sie das nicht, Todd. Wir sind tot, wenn Sie uns ausliefern. Komm, hab einmal ein Herz. Als Ihre Frau Sie verließ... nahm sie ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen und kauften sich einen Androiden. Ein neues, kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben, die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Aber ich habe es nochmal versaut.
Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Viel Glück. Okay. Okay. Finde Tickets. Ja. Wo sind die denn? Finde Tickets. Ticket. Ticket. Ich brauche ein Ticket. Oh, da hinten. Da hinten gibt's Tickets. Wo denn? Ja, krasse Szene mit Todd. Was? Das sind die Tickets? Hä? Wo sind alles hin? Oh. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Oh. Oh nein. Sowas will ich nicht machen. Das ist... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Ich? Drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Es tut mir leid. Nein, tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Komm, Alice. Es ist nicht korrekt. Es ist wirklich nicht korrekt. Ja. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Wir haben keine Wahl. Wirklich nicht. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Stehen sie jetzt wegen uns? Wir mussten uns entscheiden, Alice. Entweder sie oder wir.
heiße Kara. Ich bin eine von ihnen. Dies ist unsere Geschichte. Du kannst nicht töten, was nicht lebt.